Jo, servus Leute, Yugi-Fans. Heute fangen wir mit der ersten Ausgabe von Wappi TV an. Das war meine Idee und ich habe heute den ersten Special Guest, Chong Banks, aka The Beast. Ja, wir reden jetzt so ein bisschen über das morgige Turnier, wer spielt was, was erwarten wir vom Meta. Was ist das für ein Turnier? Genau, das ist das. Also wir haben morgen, morgen ist der 24.10. LSDS, Stage 2 glaube ich, Final, nein, Grand Qualifier ist das morgen. Genau. Top 4 qualifiziert sich, ich werde morgen Propeller spielen. Eigentlich wie immer, bisschen rasieren. Ja, schon qualifiziert. Was spielst du morgen? Also ich habe ja noch keine Quali, ich spiele immer noch Gravekeeper. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er in diesem Meta mithalten kann. Necro-Rally macht einfach alles gegen jedes Deck. Ich muss schauen gegen Clifford, falls das kommt. Ich brauche halt 3 Loser und Turns, dann passt alles. Ein Loser und Turn, Necro-Rally, schaut schlecht für den Gegner aus. Was erwartest du so von morgen vom Turnier, was für Gegner kommen? Mit welchen Decks? Ich glaube morgen ganz viel Infernoids. Ganz viel BA, ganz viel Shadol, ganz wenig Necros, vielleicht ein paar Mikro-Matches, aber ansonsten war es das eigentlich auch. Wie machst du dein Side-Deck? Machst du da speziell was? Oder? Das ist ein Geheimnis. Ah, ist ein Geheimnis, gutes Spiel. Das ist ein Geheimnis, Leute. Komm vorbei, wir haben schon so ein bisschen ein paar neue Tech-Karten probiert. Morgen seht ihr mehr, wer wann leidet, weil es gibt immer Leidende, das wissen wir. Ansonsten in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Team Bubble Team. Team Bubble Team, Moderator. Was Englisch ist eigentlich? Wie viele Leiden habe ich verpasst? Alles klar. Hey, was geht auch, Mann? Meine Fans, wir sehen uns. Euer Turnier wird dort gestartet. Ich schwöre, ich werde dort ein bisschen rasieren. Schauen wir mal, was passiert. Wir ein bisschen trainen, ein bisschen Lust machen, Leute. Was kommt jetzt? Was? Oh mein Gott, Horn! Was geht ab, Mann? Horn ist im Start. Warte, hast du auch heute angezogen, oder? Ja, oh mein Gott. Licht, oder? Krass, Alter. Immer schön, wir haben immer schnell die Karten machen. Aber erste traurige Geschichte, ich habe keine Zeit gesucht. Er leidet ich wollte schon vor dem Turnier. Oh mein Gott, ich kann gut machen. Ich hab diese alte Karte von Barisch gesehen, war zu geil, Mann. Vielleicht ziehst du sie. Nein. Karte, Mann. Okay, ich zieh sie nicht. Wie bot oder ziehst du sie? Heute, da ist sie. Heute, was ist das? Oh mein Gott, Barisch, Mann. Das läuft echt, Mann. Was machst du? Barisch, du gewinnst heute. Ich glaube an dir. Alles klar. Ich top das locker. Und schon gut. Du so gut auf alles. Trap. Ja, eigentlich schon, ja. Dauerhaft. Oh mein Gott, der beste gewesen. Und aber da kannst du noch mehr drauf kassieren. Und du endest nicht. Das kannst du auf alles machen. Ja, mein Gott, endkrass. Erstmal 2 Karten ziehen. Und dann denkst du, oh mein Gott. Suchen, jetzt halt mich mal. Ohne Loser und Turn läuft's nicht. Vielleicht will ich auch pushen, Marisch. Ja, Mann, an, aber nicht. Ja, guck mal, ey. Krass. Marisch, es läuft, Leute. Leide nicht, Mann. Leide nicht. Ein trauriger Anblick. Wer weiß heute, vielleicht gewinnt er heute und dann, ey, Deck liegt dann cool. Kommst auf die? Bist du begeistert? Heute nicht. Oh mein Gott, was ist los mit euch? Ganze Woche nichts gemacht, Leute. Ich spiele heute mein Deck, was soll ich machen? Ich will heute Leute ärgern ein bisschen. Ich will gut spielen, mehr kann ich nicht machen. Heute warte. Was geht? Ich hab mal Leute. Ja, ging schon. Nein, warte, ja. Er hat schon 2-0 verloren. Ach so, du meinst zu mir? Ja. Nee, ich kam nicht rein. Ich hab Matchlos. Ich hab was anderes gezockt, ich hab nicht gehört. Nein. Oi, Mann. Es geht ab. Ich hab gerade noch 2 verkackt. Ich hab mich genau zugeschaltet. Komm, was machst du? Necros, Mann. Komm, was machst du? So, sitzt jetzt jeder! Ja.
So, ganz kurz, bevor ihr anfangt, ganz kurz, eine Minute. Judge tut der Patrick heute. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Regelfragen habt oder sonst irgendwas, wendet euch bitte an den Patrick. Der Patrick ist den ganzen Tag über präsent hier. Es gibt für die Ergebnisse diese Ergebniszettel. Ich teile jetzt bitte aus, das ist wichtig für alle, wenn ihr fertig seid mit Spielen. Unterschreibt die gegenseitig und bringt sie bitte gleich vor. Weil es dauert immer ewig, wenn ich zwei oder drei Leute hinterherlaufen muss, weil ich vergesse, den Zettel abzunehmen. Okay? Das heißt, wenn das Turnier plötzlich weiterläuft, sind wir auch dementsprechend fertig. Früher als sonst. Okay, ansonsten viel Spaß. Wir können anfangen. Danke. Ich nutze den Fusionseffekt. Wie lief die erste Runde? Richtig schlecht. Hero hat mir einfach direkt OTK gegeben. Ich hab so zwei Set, er hat so gar keine Angst. Konnte nichts machen. Ich leide, Jungs. Verloren direkt, Alter. Gegen was? Hero OTK, Alter. Gegen was hast du gewonnen? Gegen was hast du gespielt? Leckwurst, 2-0. Hast du rasiert? Was, warum? Leidest du? Ein bisschen, Leute, ein bisschen. Egal, erste Runde verloren. Auch in der zweiten Runde. Ich habe die Quali sowieso schon. Ich spiele nur aus für meine Teamkollegen mit. Was ist klar, was ist denn? Sonst gehe ich nach Hause schlafen. Ich bin todesmüde. Halt's Maul! Ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott, gib mir die Sonne. Ja, gib mir was essen, bitte. Nee, nach Runde 2. Ja, aber die Essen von Mama. Wo ist denn das, Sir? Tati. Nur Tati, Alter. Ich habe auch Dimi gegen Fernand. Ich habe ihn immer anfangen lassen. Immer hat Reasoning, sogar zwei. Aber wenn du es einmal nicht hast, du hast direkt verloren im Fernsehen. Nee, direkt? Ich hatte es nicht einmal. Ja, und du hast verloren. Wenn. Ja, das stimmt. Was war los wieder gegen den Fernsehen? Nee, gegen keine Hügel. Es geht ab, Mann. Ohne 2 gegen Mobili oder Inferno. Oh mein Gott, Mann! Zeig mir dein leidendes Gesicht, Dennis. Was hast du gespielt? Inferno. Zweite Runde. Und? Verloren. 2-0. War eine, ja, erstes Game war klar. Klare Angelegenheit. Hatte gute Hand. Guter Will. Zweites Game hat mir... Hätte ich lieber einen Forerunner gehabt als einen Sliprider zum Beispiel. Hätte ich zweimal. Dann wäre es anders gewesen. Oder eine Cosmo statt. Hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Aber habe ich nicht. War auch nicht schlimm. Was hast du gesided? Ich habe dreimal Black Horn of Heaven decided, kam auch ganz gut, und zweimal Relating Sea gegen Monster Gate und Wizzing, aber kam dann. Wie findest du Inferno zurzeit so? Sehr gut, echt stabil. Finde ich sehr gut. Hey, was geht ab, Horn? Nicht viel, Mann, bei dir? Ja, bei mir auch nicht. Gregging hat 10 gewonnen. Nichts Besonderes, oder? Nee. Erste Runde gebrickt gegen Blackwing, Alter. Blackwing hat mich zerlegt erste Runde. Er ist auch der beste Blackwing-Spieler, laut Black. Man darf ihn nicht unterschätzen. Ich habe gehört, der Line hat verloren. Ja, der Line ist gerade im Klo da drin, der kommt gleich. Weint jetzt denn? Er hat den BA kassiert. Was? Mit Cosmo? Ja. Wahrscheinlich zu viel Plus mit Traveler gemacht. Ist jetzt so Vorreiner raus. Was hast du gemacht? Gewonnen. Den Yang Xing. Den Yang Xing? Das ist doch vielleicht ein Matcher bei ihm. Eigentlich schon, er hat doch... Aber es ist Laszlo. Laszlo, mein Freund. Eigentlich hätte er mich richtig zerlegen, dass er fängt an. Er ist gemistakt plus Skill Drain. Laszlo macht noch zu viele Fehler. Er hat Beatdown gemacht, Beatdown die ganze Zeit. Er macht echt viele Fehler. Ja. Was macht Dennis? Der ist da drinnen, der kassiert gegen BA. Echt? Ja. Er spielt gerade Runde 3 gegen Toilette. Ich hoffe, der geht 150. Ja. Oh mein Gott, oh Gott. Wie übertreibt. Ich hoffe es. Das ist kein Teledoc-Meter, ja. Ich glaube, der geht vielleicht 40 oder 45, 50, glaube ich auch. Ich will nur Plus machen mit, ja, mit meiner Liste oder mit meiner Bestellliste. Hast du kassiert oder was, Leiter? Ja. Egal, nichts runter spielen wir gegeneinander. Ist auch verloren. Gegen Inferno.
Ich kann nicht Burger King wegen Lorenzo oder wegen einem von uns hier, der heißt Dennis. Dem was hast du gespielt, Dennis? Du Burning Abyss, man. Ich bin mit Cosmo, Alter. Richtig traurig. Wie kann das passieren? Eigentlich hättest du nur Forerunner hinlegen. Erstes Game hat er zu Out Plus gegönnt mit Traveler. Da kam ich nicht mehr rüber und hat er Raikiki auf Forerunner gemacht. Hat er mich einfach überrannt. Zweites Game habe ich ihm richtig ausgegeben. Da war ich dann, glaube ich, plus 10 oder so. Und drittes Game habe ich so gebrickt. Da keine Chance. Das ist das Problem, man. Einfach die Monster fehlen noch. Die Monster, wenn du mehr Monster hast, dann wenn du mehr Monster hast, dann hast du echt keine Probleme. Ich spiel weiter. Was leider nicht, John. Gewonnen, Alter, ich hab gewonnen, Alter. Komm, nein. Ey, wir stehen schon. Was will ich denn mit dir, Mann? Ich bin wunderbar. Oh mein Gott, wie ich diesen Moment genieße. Hey, ich bin der Mirror, Mensch. Ja. Alter, wie tot, Mann. Oh mein Gott. Okay, der Dieb am Schneider hat gewonnen. Oh mein Gott, ich bin gegen Kirche auch noch gespielt. Ja. Ohne Witz. Oh, das ist jetzt spannend. Wir haben erlaubt, gewinnen. Duke! Wir fangen natürlich so an. Mach deinen Zug. Okay, so für dir. Liebe Fans, Runde 3 gewonnen. Ich freue mich jetzt auf Runde 4. Was spielst du? Ich habe keine Ahnung, das heißt Clown Blade oder so. Gegen was hast du gespielt? Gegen ja, es waren 3. Head. Head, oder? Ja? Head. Da wird die doch noch offensichtlich. War nicht schlecht, aber er hatte das auch mit der seine BTA hat auch nicht gebracht, weil ich nur angegriffen habe. Ich bin noch mit 100 rein. Hey Dennis, hast du gewonnen? Ja, leider. Wie war's? Scheiße. Was, wie, ja, wie gegen Teamkameraden. Wie hast du gewonnen? Mit welcher Karte? Black Rose. Und dann? Notdurchteleport auf Yuki und dann Black Rose sprengt das letzte. Mein OTK. Ja, nee, war nicht. Hey Monir, zeig mal dein leidendes Gesicht. Ja, er leidet nicht. Er hat geleitet. Er leidet, obwohl er gewinnt. Er leidet mehr als ich, Alter. Er ist voll verschiebbar, Alter. Ja, ist aber echt so, Alter. Ja, mein Gott, ist mir egal. Ja, weil er weiß, warum er leidet. Weil er Galactus doch dabei hat. Ohne Laktose geht alles in die Hose. Hast du Barisch gesehen? Barisch, Alter. Keine Ahnung, der ist im Leiden. Du hast nicht so er leidet auf der Toilette. Er macht nur Stativ. Warte, pass auf. Er will nur Stativ haben, Mann. Warte, Mann, pass auf. Seine Videos sind aktionslos, Mann. Alter, nur still. Dennis leidet doch nicht. Beim Gewinn musst du nicht leiden. Nur stille Videos will er machen. Warte, ich zeig dir was Krasses, Mann. Warte kurz. Du musst gut warten. Ja, ich warte. Keine Angst, ich warte. Das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera. Ich das. Ja, und wo bleiben deine Videos leiden da? Ja, wie soll ich denn leiden? Er hat schon 2 Pro. Nehmen wir bitte die leidenden sehen, Alter. Außer auf deinen Channel, Alter. Ja, du bist öfter auf meinem Channel als auf deinen eigenen. Ja, ich weiß. Richtig krass, gell? Ich schaff's auch nur gut. John gegen den Leidenden. Er kriegt seine Gewonnen von der DM. Wie gefällt euch München so? Fast eine gute Regensburg. Fast. Ja, ist doch egal. Ich schau, wie der Leidende leidet. Schau, wie der Leidende. Er gewinnt. Das geht ab, warum spielst du nicht rum? Wieso hast du aufgehört? Ich hab zu viel geleitet. Jetzt ist Dennis der Leidende. Ja, ich hab's an ihn weitergegeben. Jetzt ist er bin der Leidende. Wie steht's bei ihm? 1-0 für Dennis. Den Maschinen will ich mal in Kosmos anziehen. 400 Leidenspunkte. Ich lieb's noch. Haben wir hier noch einen Cosmo-Spieler? Was gefällt euch an Cosmo so? Das Deck macht Spaß. Das
voll gut und so. Voll teuer. Das gefällt dir am besten, oder? Mein Gott, das kann man nicht schlafen. Ja, doch, ich kenne dich. Ich hab jetzt aber schon. Wie steht's hier? Ich steh 3-1. Was hast du gespielt? Gegen was ich gespielt habe? Letzte Runde gegen Burning Abyss. Du? Ignite. Habe ich zum ersten Mal gespielt. Das ging hinter. Wer ist das? Kein roter Renner hat ihn. Oh mein Gott, Leute. Oh, Notfall tritt gut. Ja, Notfall. Alter, du hast nur noch Telefon gezogen. Ist die Wert? Ja, 10 Euro. Gern geschehen, Bade. Ja, aber die gibt's doch nur aus Seiten. Wieso gibt's die nochmal? Highspeed Riders. Highspeed Riders. Hast du Telefon? Oh mein Gott. Da geht was. Wie geht der? Ah, das ist dieser Ding, oder? Der Stein. Das ist dann wieder special. Oh mein Gott. Jetzt kommen noch die Lightnings auf den Weg. Oh mein Gott, wir haben eine Fußball gemacht für mich. So ist es. Kannst du gewinnen, Dennis? Den Namen lassen. Ja, ist okay. Was hast du gesucht für einen? Danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie du das gerade aufregst. Ja. Wieso? Ach was, das sucht die ganze Zeit, Mann. Richtig gut. Kann ich dir einen Zufall-Effekt auch in einem Bett? Nein, ein Bett ist ohne mich. Ein bisschen ohne mich. Ich weiß nicht, ob das so spielt. Wenn ich jetzt zugucke, hast du die Kosten, oder? Das ist so bescheuert, das ist der Wer sich sowas ausdenkt? Ja, hallo? Das ist gerade schlimmere Text, Mann. Nein, das ist das Schlimmste. Ich hab jedes Match gezogen, jedes Match gezogen, zu krass, ich hab gleich Tischlöcke gegeben. Ich hab dreimal Tischlöcke gegeben. Ja, aber du mit Blackwing, Mann, wir haben nur einen Instant Fusion. Mach jede Runde was Tischlöcke. Boah, wasch, ich will aber schon hart, Mann. Was noch? Zu geil, Alter. Was kann noch krass? Der Maxi sowieso? Sideboard. Und Snow Rabbit kann brutal? Ja, bei mir nicht so wirklich. Aber. Doch, bei mir ist er gar nicht so oft gekommen, aber dafür einmal. Und wenn er kommt, kommt er schon hart. Weißt du, Sideboard kommt krass, Black kommt krass und D-Bahn kommt brutal. Und auch, jetzt gegen Peter, ich hab D-Bahn und Black kommt gebaut, gell? Oh mein Gott, Mann, Beste. Weißt du, was sein Fehler war? Er hat gegen mich die Green gebaut. Wie stehst du?
doch gut. 3-2. Warum? Ich hatte zwei Blackouts. Ich hatte im ersten Game hab ich zwei Blackouts und zwei Deep Bunker. Und dann im zweiten Game. Ne, und im letzten Game habe ich noch einen Blackout reingetan. Weil er fühlt sich den Fax gemacht. Ich schau so, komm, Arab. Der ist schon nicht schon lieb. Zu geil, Mann. Fahren wir nach Berlin. Wenn ich mich qualifiziere, dann schon, ja. Ich habe auch gerade mit Dick geredet. Ist der Damage-Step eher so? Warte. Das ist die Feierzeit noch voll bei uns, ist das Alltag, ne? Er lässt mich sieben, er lässt mich zappeln, weißt du? Ich so, also, ich muss sie überlegen. Du Wichser, tut deine Ritterlichkeit, nein, lässt mich zappeln, Alter. Hier macht den Christian. Ja, aber er will dich echt leiden. Und dann, er hat nur eine Hardcut, das kommt so. Das kann mich nicht schlecht machen. Don't try teleport, Yuki. Black Rose. Sag's mal selber. Nächste Farbe, nächstes Kostmutter. Alles klar, dann lachst du Wichser. Schau mal und freu dich bitte. Nein! Du musst mal hier zu Hause sehen, lauter Poster von sich selbst hat er hängen. Ja, Mann! Er hat in seinem Zimmer so einen fetten Schrank mit so fetten Spiegel, läuft immer vorbei, so oben ohne. Was ist das? Ey, Dennis. Also, bei ihm, bei ihm, bei ihm. Wurde von Team Magna und bist du? Alter, ich bin nicht so ein Hartz IV von Team Magna. Du musst alles ranholen, erst dann von der Pro und so. Das kommt alles auf YouTube, das weißt du, oder? Scheißegal, so muss sein, Mann. Soll die Wahrheit kennen. Ja, man, soll die Wahrheit, soll die Wahrheit, die soll die Wahrheit sehen, Mann. Moderne Sklaverei, ich mach alles von der Kassette in Ruhe. Ich krieg kein Geld, gar nichts. Er sagt immer so, Alter, wir hier voll viel Geld mit unserem Channel für dich. Ich hab bis jetzt noch keinen Cent gesehen. Also 50 Euro im Monat, voll viel Geld. Ja, wo ist das Geld? Ist das Geld? Man verdient kein Geld, wenn man sich Abonnenten kauft. Ja, wir brauchen keine Abonnenten. Wir haben Dennis zum Rappen. Oh mein Gott. Alter, Dennis. Blasen? Blasen? Was ist eigentlich John, oder? Er spielt nur. Der leidet drin. So, liebe meine Fans, ich muss wieder, der Chong Trader ist wieder hier am Abzocken. Kommt. Er möchte nichts abgeben, kann nichts erholen. Euro. Alles, Wir haben ja unseren Trader Chong. Am Ende des Tages habe ich verloren. Ich bin echt schlecht gegangen. Neues Stack ausprobiert, kann man mal machen. Hab viel Fehler gemacht. Bisschen Spaß heute. Spaß gehabt, ja. Hier ist mein Preisbooster. Ich werde es jetzt für euch öffnen. Schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht habe ich hier Glück gehabt und ziehe was Gutes. Der Tag war eh schon für den Arsch. Fach habe ich gezogen. Schau mal, wie das. Mach, bitte frei, mein Gott. Sind es die neuen? Ja. Mal schauen. Kann er was? In Zukunft vielleicht? Aber das solltest du als Trader eigentlich wissen. Ich habe die teure Sache. Und ein Omega. Ist ja gar nichts drin. Am Ende ist es, glaube ich, aus. Also heute des Tages, Fazit, ich habe noch mehr Minus gemacht als sonst. Ansonsten, wenn ihr traden wollt, schreibt es der Hong an. Ich habe noch krasse Sachen im Ordner. Tradebinder folgt bald. Ich gebe keine Karte unter 70 Euro her. Ich habe noch Farm Girls. Letzte Runde. Alle haben nochmal abgekackt, obwohl wir schon von Berlin geträumt hatten. Gegner konnten sich nicht mal bestechen lassen, nichts. Schlimm, Alter. Ich war da am Stechen, Mann. Das ist so krass.
krass, Mann. Ohne Witz. Wir haben es versucht, bis zum geht nicht mehr, aber... Ja, meiner Meinung nach, Leute, wir haben beide Cosmo gespielt. Es ist immer noch nicht eigentlich also es etabliert. Lief, ja, es lief echt gut, aber es hat halt immer noch seine Schwächen. Ja, ist halt so. Und ja, da kommt halt ein Backrow-starkes Deck und dann sieht es wieder ganz schlecht aus. Wir haben eher Satella gespielt, ich habe gegen Blackmoon verloren. So, was soll man sagen? Wenn man halt nicht gut zieht oder brückt, wenn der Gegner einigermaßen besser zieht, kann man nichts machen. Ist halt so. Das Deck ist halt einfach noch nicht stabil genug und konstant genug. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, mein Gegner hat echt schon ein paar Spielfehler gemacht. Er spielt das Deck nicht, er hat das Deck nicht lang gespielt, aber halt trotzdem war. Ja, was soll man sagen? Auf jeden Fall. Schaut euch den Vlog an und andere Videos, die wir dazu gedreht haben. Fährt nach Berlin. Aber trotzdem cooles Turnier heute, ganz ehrlich, wir haben echt gegen gute Spieler gespielt. Im Funtainment München hier. War ein cooles Turnier. Wo ist das Schild? Wo ist das Schild da? Aber kann man nicht ändern. So, also Jungs, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr nach Berlin fährt. Vielleicht sehen wir uns dort. Vielleicht. Ansonsten wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Ja, checkt Mann. Unsere Sponsoren ab. Danke, dass ihr dabei wart, Leute. Und leidet nicht so wie die zwei hier jetzt. Oh mein Gott. Wir leiden echt nicht.